Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. So, ich habe jetzt nochmal kurz die Waffen verwertet offscreen und dann wollen wir uns... Ne? Wo komme ich jetzt? Hä? Das hier ist doch eine Schnellreise. Warum kann ich die jetzt... Achso. Hallo, wie? Huh? Jefferson? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ist was Privates. Klar doch, okay. Worum geht's? Nicht übers Holo. Komm vorbei, dann erkläre ich dir alles. Keine Angst, Jefferson. Ich helfe dir. Danke. Kommst du also? Weißt du noch wohin? Klar doch, bin sofort da. Ja, aber erstmal wollten wir jetzt zu River gehen. Ah, jetzt dürfen wir. So, das ist ja auch hier quasi um eine Ecke. Das passt somit schon mal. Aber ob das jetzt wirklich beim Essen bleibt? Ne. Mal gucken. So, Wohnwagensiedlung. Aber quer hier durch. Hier war's doch, glaube ich. Ja, irgendwo hier. Genau. Wird nicht lange dauern. Ja, wollen wir hoffen. Hey, wie geht's? Hier drüben! Okay, warum sitzt Johnny hier? Kommst du nicht mit? Ich stehe nicht so auf Picknicks. Aber mach ruhig. Hatte gerade eine Idee für einen neuen Song. Das ist mir wichtiger. Okay. Ja, kannst aufhören. Perfektes Timing. Kannst mir beim Kochen helfen. Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Ist das ein altes Wort-Familienrezept? Aha. Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren. Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Wie geht's, Randy? Er muss sich erst wiederfinden. Aber körperlich wird es echt lange dauern, bis er sich komplett erholt hat. Und mental? Das war eine üble Nummer. So krank das auch klingt, aber was Harris ihm angetan hat, hat ihm vielleicht geholfen. Vielleicht auch nicht, aber... Es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Ehrlich gesagt dachte ich, das mit dem Kochen wäre ein Witz. Oder dass Joss sich abmühen würde, während... Was? Joss kriegt es nicht mal hin, Wasser zu kochen. Ich schwing gern den Kochlöffel, kein Scherz. Hatte in letzter Zeit nur kaum Gelegenheit. Ich will nicht die Stimmung versauen, aber... Was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden Klar, wir nachher. Kein Stress. Es ist nur... Du weißt schon. Ich weiß. Okay. Ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Okay, dann holen wir mal den Reis. Ich dachte jetzt auch eher, das ist ein Joke mit dem Kochen. Nein, Randy war schon immer so. Aber das hat bestimmt nicht geholfen. Sein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber es kam immer dasselbe zurück. Niemand interessiert sich für Kinder, die irgendwie anders sind. Mit genau den Worten, ja. Wollte mir jedes Mal die Haare ausreißen. Wann kann ich... Wie geht's dir, Joss?
Ich rufe später zurück. So schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke. Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus, unter Schock. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Es ist vorbei. Alles andere ist egal. Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Danke. River ist draußen. Er konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Okay, aber ich brauche noch Reis. Ah, hier. Reis. Basmati. Nice. Oh ja, Basmati-Reis ist gut. Jetzt die Tomaten. Jetzt kann der Reis rein. Reis ist drin. Okay, das muss eine Weile köcheln. Veranda? Veranda. Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich. Als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Liegt er noch im Koma? Ja. Ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Was ist passiert? Dad hatte eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und gefragt, wo wir das Geld verstecken. River, du musst nicht weiterreden. Schon zu oft sowas gehört. Nein, aber es... Fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja. Du hast ja recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und? Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. River, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Daria, ja, mal gespannt. Wir spielen. Ja, Big Trouble in Haywood. Hol dein Set. Okay. Cool. Und? Was meinst du? Sowas wollte ich schon immer mal spielen. Wow, nette Wumme hast du da. Hey, keine Zeit für Ablenkungen. Dieser Abschaum kommt sonst. Wer... Ihr seht ja cool aus. Wie, darf ich vorstellen? Captain Joanne McLean und Lieutenant Henry Callahan. Die mit Abstand besten Kommissare in unserem Revier. Die regeln das schon. Ich arbeite immer alleine.
Ohne Ausnahme. Genau, ich auch. Ganz kurz, muss ich irgendwas über das Spiel wissen? Die Stadt ertrinkt in Verbrechen und Korruption. Auf den Straßen herrscht Chaos. Und auch wir sind keine Heiligen. Denn die Polizei wird von ihren eigenen Sünden heimgesucht. Die Lage scheint auswegslos. Denn niemand wagt es, ihm entgegenzutreten. El Chamuco en Diablado. Oh, der ist so fies. Aber wir können ihn besiegen. Der fieseste Fiesling aller Zeiten. Okay, dann mal los. Okay, unsere Aufgabe ist es, El Chamuco en Diablado zu finden und dabei seine Handlanger auszuschalten. Er wird für seine Verbrechen büßen. Wir spielen in zwei Teams. Wir zwei und die Kinder. Aber wir haben dasselbe Ziel. Das Team mit mehr Punkten gewinnt. Ihr habt keine Chance. Hey, wie? Mach mal langsam, okay? Was ist Ihr Lieblingsspiel? Okay. Okay. Da ist er, auf ihn! Die Stadt gehört mir! Ihr habt keine Chance gegen mich! Er ist schnell! Aber das Gesetz ist schnell! Oh, Achtung! Seine Handlanger! Lahmarsch! Zu viele Donuts! Gar nicht schlecht. Ist drauf? Nochmal, nochmal! Hier lang! Da ist ihr rattenverseuchtes Versteck! Den moralischen Verfall riecht man von Weitem. Still, zu still. Hey, ich glaube, wir sollten mal die Kinder gewinnen lassen. Ein Hinterhalt, sie haben auf uns gewartet. Volltreffer, Volltreffer. Lahmarsch, zu viele Donuts. Ah, noch bin ich dabei. Nimm das. Au, du sollst doch nicht auf mich schießen. Zu viele Donuts. Okay, bin ich dabei. Aber nächstes Mal müssen wir schneller sein. Okay. Oh. Aus dem Weg, Zivilist. Justizbehinderung ist ein Verbrechen. Das ist unsere letzte Warnung. Natürlich, Herr Kommissar. Ich bin schon weg. Nicht mehr weit. Ganz ruhig, Callahan. Ich kann nicht einen meiner besten Kommissare verlieren. Mach dir keine Sorgen. Ist ja irgendwie voll süß. So, wir müssen ja nicht ganz so knapp verlieren. Volltreffer, Volltreffer! So. Okay, wir haben alle erwischt. Aber noch ist es nicht vorbei. Hä? Noch letzte Worte? Na gut. Spuck es aus, Drecksack! Bettel ruhig! Oh! Ich meinte eure letzten Worte! Echt jetzt? Noch ein Hinterhalt? Okay, und jetzt? Essen ist fertig. Och, Mama! Wir hatten ihn fast! Dann schnappt ihr ihn eben das nächste Mal. Aber wir waren besser als ihr! Wir sind die Besten! Danke, dass du sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß. Ach, kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Hey, Essen ist fertig. Na denn, Essen fassen. Und, wie war euer Spiel? Voll geil! Wir haben sie fertig gemacht. Die Bösewichte? So, ja, die auch.
Mal sehen, ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Die Arbeitslosigkeit tut dir gut, das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei. Verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so unbeschwert gesehen. Was ist mit dir, Vi? Hast du hier Familie? Oder Freunde? War früher Nomade, aber die Familie ist zerfallen. Gefühlt von einer Ewigkeit. Für mich ist nichts wichtiger als meine Kinder. Ich habe Fehler gemacht. In meinem Leben ist eine Menge schiefgelaufen, aber ich habe meine Kleinen. Apropos, schade, dass Randy nicht hier ist. Aber bald. Randy liebt Jambalaya. Dann wollen wir auch mal probieren. Apropos, schade, dass Randy nicht hier ist. Aber bald. Randy liebt Jambalaya. Ja, ich wollte auch mal. Ja, ja. Passt. Joss, kannst du dir mich als Vater vorstellen? Ich meine, ich sehe auch nicht gerade aus wie eine gute Mutter, also. Ja, wer sagt ja? Ich. Er hat selbst die Hand gehoben. Wie? Bist du mit jemandem zusammen? Rück raus mit der Sprache. Dann wäre das ja geklärt. 1199 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Na denn? Danke, Joss. Ja, danke. Puh, das wurde gerade echt brenzlig. Wofür hat man einen Partner? Hm? Als nächstes hätte sie dir alte Fotoalben gezeigt. Gib's zu, du hattest nur keinen Bock, den Abwasch zu machen. Stimmt. Also haben wir zwei gute Gründe zu gehen. Da wären wir. Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Ideal? Wofür? Trinken, rumhängen, reden. Okay. Hier lang. Ach, scheiße. Das Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ich helfe dir rüber, okay? Und du machst es von der anderen Seite auf. Okay. Okay, klingt gut. Einfach drücken. Geht eigentlich ganz leicht von deiner Seite. Okay. Weiter geht's. Die Gegend ist eigentlich nicht übel. Na, optisch natürlich kein Blickfang. Aber was soll's? Corpo Plaza ist es nicht. Nein. Aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder großzuziehen. Und Randys Ärger mit der Polizei? Der kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt. Aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Der hätte auch in einem netteren Viertel Ärger. Du bist ganz nach oben, willst du? Na gut. Ah. So, der Ausblick, der geht doch eigentlich ganz gut. Angeblich die schlimmste Stadt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Aber die Skyline ist toll. Irgendwie beruhigend. Wie soll ich mich jetzt zu ihm setzen? Ah, jetzt. Ja, mir gefällt's hier draußen. Abseits von allem. Weg von dem ganzen Chaos der Stadt. Erinnert mich an zu Hause. Ich hab was für dich. Oh, wow. Warum das denn? Ich will diese Tür schließen. Diesen Teil meines Lebens hinter mir lassen. Dafür erinnert mich die Knarre an zu viel. Du hast mehr von ihr. Danke.
Aber schieß dir nicht den Fuß ab, okay? Interessante Warnung. Das hat Joss Mann mal gemacht. Stockbesoffen. Genau hier. Was das hier zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Zeit für den Höhepunkt des Abends. Wollen wir was trinken? Was Starkes wäre jetzt genau das Richtige. Na, sehe ich genauso. Auf die Freundschaft. Die Freundschaft. Hast du noch mehr davon? Zwei Flaschen Whisky und einen Kasten Bier. Sollte reichen. Das werden wir ja sehen. Schnall deine Leber an. Es wird eine lange Nacht und ein langer Morgen. Das ist aber wirklich ein schöner Ausblick gewesen. Das hingetan. Okay, er sucht schon wieder was. Na gut, dann gucken wir mal. Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Kannst du überhaupt noch fahren? Oh, bitte. Beim NCPD ist man Experte im Fahren nach einem Vollsuff. Geht schon. Entschuldige dich bei Joss für mich. Wir sind gestern einfach so abgehauen. Und haben dann das Bad voll gekotzt. Oh, shit. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann, wie. Bis dann, Rivers. So, Level Up. Und Freund und Helfer. Level Up bedeutet doch eigentlich... Hä? Warum ist denn jetzt die Knarre nicht mehr ausgerüstet? Sehr merkwürdig. Aber gucken wir erstmal. Cash, ein Revolver. Sieht eigentlich ganz anständig aus. So im Ganzen, ja. Zielfernrohr, Mündungsslot. Wir können ja mal. Oh, da ist ja noch gar nichts drauf. Machen wir mal. Reichweite, Zeit fürs Zielen. Reichweite. Na komm, machen wir mal das Ding hier drauf. Dann können wir sogar noch einen Schalldämpfer draufpacken. Mach ich erstmal einen kleinen rauf. Ja, nee. Den packen wir da noch nicht drauf. Und wir können die Smart Pistol mitnehmen. Oh Gott, jetzt geht's erstmal mit zwei Pistolen los hier, oder was? Will ja beide auch mal ein bisschen ausprobieren. Jetzt dürfen wir die ja auch modden. Die können wir jetzt sogar zum nicht-tödlichen Objekt machen. Würde ich sogar draufsetzen. Ohne Wenn und Aber. Ah, jetzt sind wir aber Pistolenheld hier. Und Sniper dazu. Gut, und wir haben natürlich einen weiteren Stufenaufstieg. Das heißt, wir machen erstmal die technischen Fähigkeiten höher. Und, für Upgraden von Items, klar. Und das nehmen wir mit. Das hier möchte ich unbedingt haben, aber dafür brauchen wir halt noch 16. Das heißt, das wird erst im nächsten Level freigeschaltet. Müssen wir mal gucken. Verringert die Herstellungskosten für Items um 15%. Hört sich auch schon mal nicht schlecht an, aber, ne? Ermöglicht das Herstellen von legendären Items. Ich will unbedingt mal legendäre Items herstellen. Oh. Oh, den können wir sogar legendär machen.
Aha, okay. Genauso wie... O5 können wir auch legendär machen. Overwatch könnten wir auch verbessern. Ah, ist immer richtig cool. Also mit den ikonischen Waffen, die kriegen wir sogar noch weiter hoch. Ah, und ich habe hier schon einige Waffen natürlich weggemacht. Na gut, das ist ja eine normale, die wir herstellen. Und das hier war so eine ikonische Waffe. Aber jetzt verstehe ich das langsam. Ja gut, wie gesagt, wir wollen ja sowieso noch mal ein paar aufbehalten. Aber 48, ne? Es fehlen nur noch ein paar legendäre Komponenten. Nee, epische Komponenten. Okay. Ja, passt. Ja, das ist ja unser... Ne? Auf die bin ich ja echt mal gespannt, wie Guten die sich ich hoffe, ich störe nicht. Snappt. Generator, denkst du dran? Gut, dann gucken wir jetzt mal. Was können wir denn in der nächsten Folge jetzt noch machen? Dream On. Nebenmission. Ja. Denke ich mal, wäre als nächstes gut drinne. Oder ist hier... Ach nee. Und warte, bis der Basilisk bereit ist. Nach einem Tag kontaktieren. Das heißt, ja, wir haben noch eine Nebenquest. Muss das jetzt sein? Aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.